Bäh, was widerlich. Der ekligste Instagram-Account des Jahres. Aua, Bohrer, aber ganz sexy. Die heißeste Zahnärztin beim US-Militär. Und schöner Gesichtskrapfen. Ein Doppelkinn reist um die Welt. Ein goldener Herbst, eine güldene Bildbox. Moin. So. Ihr glaubt, Riesenpickel ausdrücken à la Dr. Pimpel ist eklig, könnt aber trotzdem nicht wegschauen? Yeah. Dann möchte ich gar nicht länger um den Eiter herumreden. Darf ich vorstellen? Tweezist. Für mich persönlich der wohl ekligste Instagram-Account des Jahres. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie entzündete Nippel, entpuppt sich auf den zweiten Klick als eingewachsenes Haar. Bon Appetit. Ist das nicht widerlich? Ein Instagram-Account, der sich einzig und alleine damit beschäftigt, wie man eingewachsene Haare entfernt. Besser und in diesem Fall gesagt, wie Frau sie entfernt. Ist nämlich eine anonyme Dame, die die leckeren Clips hier hochlädt. Und was ihr da seht, das sind ihre eingewachsenen Beinhaare. Es sei denn, sie hat mal Zugriff auf ein männliches Barthaar. Und es fehlt nicht mehr viel, dann hat sie mit Tweezist 100.000 Abonnenten zusammen. Und den Ekel-Account gibt's gerade mal seit 5 Monaten. Aber um ehrlich zu sein, ist ja schon beruhigend und so leicht befriedigend, ne? Wenn's dann so draußen ist. Wollt ihr noch eins? Oh, ekelhaft weg. Stopp. Man nennt sie die Wonder Woman der US Air Force. Dabei ist die Alicia Megan viel mehr als das. Militärzahnärztin nämlich. Mit 19 Jahren hat sie angefangen bei der Air Force. 9 Jahre später und 214.000 Follower reicher. Trainiert und postet sie, wo sie ihre Muckis hintragen. Wow. Frau Megan ist nämlich auch noch Fitnesstrainerin. Hauptsache patriotisch natürlich. Und hat eine Powerbotschaft an alle Fans da draußen. Sei deine eigene Wonder Woman. Ohne eingewachsenes Beinhaar, selbstverständlich. Und falls ihr wie ich jetzt in den Herbsturlaub startet, fotografiert doch mal euer Doppelkinn vor Sehenswürdigkeiten. So wie Michelle Liu auf ihrem Instagram-Account Shinventures, ne? Kinn-Abenteuer. Als Gagfoto für Freunde hat's begonnen. Mit knapp 35.000 Instagram-Fans endet's noch lange nicht. Und die Moral von der Geschichte, habt Mut zur Hässlichkeit und die Follower kommen von ganz alleine. Reimt sich nicht. Euch allen einen schönen Herbsturlaub und alle, die keinen haben, epiliert doch mal eure Beinhaare. Bis bald, Rinjahauen!